geilste Band der Welt. Geilste Band der Welt. Geilste Band der Welt, Wolfgang. Ja, es hat jeder gehört. Geht mal auf Tour. Juni, meine Damen und Herren, Juni. Juni ist besser bekannt als Mitte des Jahres. Und das ist immer der Monat, in dem neue Gesetze oder Regelungen eingeführt werden. Und wir haben uns auf der Straße einfach mal umgehört, wie die neuen Regelungen denn bei Ihnen ankommen. Allerdings haben wir für die Umfrage die Regelungen einfach erfunden und wollten mal gucken, wie Sie reagieren. Kuckuck, darf ich dich kurz was fragen? Aber nicht hier im Umkreis von Leuten mich ganz einfach angucken. Irgendwo, wo wir allein sind. Okay, ein bisschen schwer in der Innenstadt. Können wir gerne machen, ich weiß wo. Ja, wo denn? Ein bisschen weiter vorne. Dann kann's ja losgehen mit der TV-Total-Straßenumfrage. Thema heute, was ist neu im Juni? Kuckuck, darf ich Sie kurz was fragen? Ungern. Wissen Sie, was neu im Juni ist? Ne? Nein. Ich nicht? Nein. Weißt du, was neu im Juni ist? Die Globalisierung oder was? Bitte? Die Globalisierung. Nee. Du weißt aber, was neu ist seit dem 1.6. Nee, was soll neu sein? Zum Beispiel das 9-Euro-Ticket. Ja. Hast du dir schon geholt? Nee, noch nicht. Und was ist noch neu? Ich bin Influencer. Ich weiß was von Messen und sowas. Köln-Mess ist ja mein zweiter Sitz und sowas. Influencer? Auf Instagram? Ja, Instagram. Wie viele Follower? Kann ich euch zeigen. Wow, ein echter Influencer. Hab noch nie einen im echten Leben gesehen. Also die Instagram-Zahl ist bei mir schon sehr hoch. Und das ist die. Aha, bin gespannt. 1720? Okay, hab mir erwartet. Genau. Ab wann ist man denn Influencer? Bis zu einem Ziel von weit über 1.000 bis 1.200 bis 3.000 so. Anderes Thema. Was war euer letztes Konzert? Contra K. Oh, und eures? Ich kann mich nicht erinnern. Ist schon so lange her. Was hörst du am liebsten? Rap und sowas. Oh, okay. Deutsch oder amerikanisch? Ich habe mit vielen Rappern Kontakt und sowas. Ach, so richtig Kontakt? Zwei Stück. Einmal SSIO, der wohnt hier in den Kranhäusern. Und Efkan Shaki. Also AON quasi, alles oder nichts und so. Respekt. Und? Seid ihr befreundet? Nee, auf Instagram. Ich supporte die. Deswegen habe ich die auch auf meiner Instagram-Seite. Coole Sache. Man kann ja jetzt das Geld zurückverlangen, wenn einem das Konzert nicht gut gefällt. Ach krass. Das ist gut zu wissen. Ab heute oder wie ist das? Nein. Ab dem 1.6. Das ist gut. Ist cool. Also ich war mal auf einem 50-Cent-Konzert. Da war das, also 50 Cent, ne? Kennt meine Oma. Der kennt deine Oma? Aber es war halt nicht so krass, wie ich es mir erhofft habe. Aber Geld zurückverlangt. Auch neu im Juni? Wer spoilert, kann verklagt werden. Okay. Wie findest du das? Boah, habe ich keine Meinung zu. Was sagst du dazu, dass man Spoilern jetzt strafrechtlich verfolgen kann? Also zum Beispiel von der Serie, was noch nicht rausgekommen ist? Genau. Ja, also, das ist, glaube ich, nicht zu verhindern. Da gibt es immer wieder Leute, die sowas sagen. Mhm. Es wird ein sehr großer Aufwand, dagegen anzukämpfen. Mhm. Aber für die Leute, die halt in die Ruhe ihre Serien gucken wollen, wäre es natürlich gut, wenn da nicht immer gespoilert wird, ne? Muss das sein? Spoilern finde ich jetzt nicht so schlimm, also... Dann erzähle ich dir jetzt mal, wie deine Lieblingsserie zu Ende geht. Ja, okay, da ärgert man sich schon, ja, doch. Genau, ich würde ausrasten. Ja. Würdest du denjenigen dann verklagen? Würde ich machen, laut Paragraph ja. Spoilern laut 4a verboten? Natürlich. Würden Sie auch klagen? Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Und ich fände es eher lustig, wenn einer käme und würde sagen, so und so geht's aus. Und ich sage, hey, du Arsch, aber... Wär's, also. Aber du würdest eine Anzeige stellen. Nee. Ne? Nee. Ich hätte einfach gesagt, ja, scheiße von dir, aber ist jetzt kein Weltuntergang, ne? Können wir kurz hier weggehen? Hier sind zu viele Menschen. Komm mal mit. Wie? Wohin denn? Ja, dann gucken wir mal, zu viele Menschen und kein Bock okay. Darauf. Okay, ich muss auch los. Tschüss! Bisschen spooky, ne? Bisschen spooky, der letzte Typ, du. Danach? Jetzt erstmal durchatmen. Eins meiner Lieblingshobby ist ja, richtig, richtig reichen Menschen beim Leben zuzugucken. Und das geht sehr, sehr gut auf Kabel 1 in der Sendung Über Geld spricht man doch. Und da wurden unter anderem die Geglers begleitet. Die Geglers, wer sie noch nicht kennt, sie heißt Bettina, ehemaliges Fitnessmodel, er, Oliver, Schönheitschirurg, also ein Klassiker. Und das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. So, und trotzdem sind aber an ihr wohl nur die Brüste operiert, sagt sie.
große OPs haben wir jetzt ja eigentlich hier, außer der Brust ist ja nichts operiert. Ne? Aber diese kleinen Eingriffe werden es wahrscheinlich 30 gewesen sein, nehme ich mal an, in der Zeit jetzt. Ne? Nee, ich habe nur Filler im Gesicht. Den hat der Olli gemacht. Operiert habe ich gar nichts, nur meine Brüste. Habe ich doch gesagt? Ja, aber du musst es schon deutlicher sagen. Noch deutlicher? Weil ich stehe ja voll zu meinen OPs. Mhm. Die Nase wollte ich mir schon lange machen, aber da habe ich Angst davor, dass ich dann anders aussehe. Deswegen hat er sie mir aufgefüllt vorne. Ah, oh, die sind doch was für die Bildungsmesse, oder? Vor allem, was genau ist jetzt der Unterschied zwischen einer OP und 30 kleinen Eingriffen? Und gibt es einen Umrechnungskurs? Weißt du, ab wie vielen kleinen Eingriffen ist es dann doch eine leichte OP? Was ich schön finde, wenn man sich die zwei anguckt, ne, dann denke ich immer so, ist es nicht herrlich, wenn der Kfz-Schrauber den eigenen Wagen zu Hause tunt? Und natürlich kriegt sie Rabatt bei ihrem Mann. Das würde mich auch interessieren. Wobei, das wäre ja doof. Weil sie müsste dann zwar weniger bezahlen, aber er würde weniger verdienen. Verstehen Sie? Ist so. Ja. Irgendwas ist immer, irgendwas ist immer. Die Geglers, meine Damen und Herren, leben mit ihrem kleinen Sohn in Saus und Braus, klar. Aber trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, legen sie ganz, 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 ganz viel Wert darauf, eine wirklich normale Familie zu sein. Wir haben auch schon eine Haushaltshilfe, die macht schon so grobe Dinge. Die kommt auch jeden Tag mal ins Haus checken. Und dann kommt sie halt mal heim und räumt den Geschirrspüler schnell aus. Oder macht die Küchenschränke, räumt sie komplett raus und putzt sie alle, dann alles wieder reinräumen. Das haben wir schon, ja, für die groben Dinge oder zum Bügeln. Da fehlt mir oft die Zeit. So grobe Dinge, das macht sie. Ja, der Gärtner natürlich, sowas. Oder ein Hausmeister, der so ein bisschen danach schaut, wenn irgendwas ist. Ne? Keine Ahnung, wenn die Platten im Hof versaut sind, dann geht der, macht das Unkraut da raus und solche Sachen. Wir haben eine Firma, die kommt regelmäßig, putzt die ganzen Fenster, solche Sachen, das wird erledigt, was ums Haus sozusagen eigentlich gemacht werden muss. Aber im Großen und Ganzen achten wir schon sehr darauf, dass wir ein, in Anführungsstrichen, normales Familienleben leben. Hören die sich zu? Ganz normale Leute. Ganz normal. Ich frage, was machen die den ganzen Tag, wenn die wirklich für jeden Bums irgendeinen Fuzzi haben? Wobei hat meine Frau auch. Hm. Nein. Ich freue mich aber jetzt schon auf das total normale Leben des Sohns. Ja, wird wahrscheinlich irgendwas zwischen Totalabsturz und Influencer. Großartig, kommt Tolles auf uns zu. Die Geglers haben alles anscheinend, ja, nur mit echten Freunden. Da tun sie sich was schwer. Also der Stiefel kostet 5,99. Olli, das macht dann 2,097. Ich habe schon oft zum Olli gesagt, wären wir normal, so wie jeder andere, in der Mittelschicht oder vielleicht in der unteren Mittelschicht, dann hätte man sicher einen riesen Freundeskreis. Heißt das, je ärmer man ist, umso mehr Freunde hat man? Achten Sie jetzt auf Ihren Freundeskreis. Wenn er zu groß ist, abstoßen, abstoßen, abstoßen. Sie gehören sofort zu den Armen. Bäh. Ich meine, die haben doch ganz viele Angestellte. Die können sich doch als ihre Freunde verkleiden. Wie schön wäre das denn? Vor allem, wer will mit denen befreundet sein? Gut, Carsten Maschmeyer. Und Frank Thelen. Ja. Und wir wissen, wahre Freundschaft kann man nicht kaufen, die muss man erzwingen. Ganz klar. Ne? Sonst hätte ja auch Christian Lindner niemanden zum Heiraten. So. Hat jemand Bock auf einen Döner? Döner ist mir egal, aber ich brauche einen Hocker. Was brauchst du? Einen Hocker. Ein Hocker? Ein Hocker. Das ist doch ein Fall für... Dönermann! Werber, haben Sie einen Hocker? Ja. Den hätte ich gerne. Okay. Sehr schön. Okay, und zurück ins Studio. Wie versprochen, Dönermann macht alles. Hier dein Hocker. Guck mal, da sitzt doch einiger. Das ist ein richtiges Prachtstück. Pass gut drauf auf. Das ist noch ein echter Superheld. Meine Damen und Herren, gleich sehen Sie noch, wie ich wieder mit Spaß an der Ampel Witze erzählt habe für 1 Euro. Es war saugeil. Bleiben Sie dran, bis gleich.